Hallo zusammen. Also ich bin Fnark und Frank Gerhardt, das ist ja zweimal das gleiche Bild. Und ich habe das unter zwei verschiedenen Namen eingereicht, weil das, was ich hier erzähle, nicht unbedingt von allen Leuten getragen werden würde, die da bei der zweiten Organisation dabei stehen. Also Fnark ist halt der Nickname im Umfeld vom Chaos Computer Club. Und was ich sonst noch mache, ist, ich habe letztes Jahr den Mitfahrverband mitgegründet. Das ist ein Verein, gemeinnützig, sitzt in Berlin, wo es darum geht, Lobbyismus für Mitfahren zu machen, was ja überhaupt keine Lobby hat im Vergleich zur Autolobby. Und dann bin ich noch unterwegs bei ein paar anderen Veranstaltungen. Und ich habe noch zwei andere Sessions, wo es um Ridesharing in Nextcloud geht. Und den Mitfahrverband stelle ich auch vor im Forum. Ja, worum geht es jetzt? Um Mobilitätsdaten befreien und da sollte jetzt eigentlich mal das Google Maps Bild sein, genau. Also es, wenn ich Mobilitätsdaten sage, dann meine ich diese Daten hier, die Google hat und die wir nicht haben als Zivilgesellschaft. Also personenbezogene Echtzeitdaten. Wer ist wo? Weil Google weiß ja, wo Stau ist und wo kein Stau ist und die haben ja keine Sensoren im Asphalt vergraben. Also personenbezogene Echtzeitdaten. Also das ist super heikel, solche Daten haben zu wollen, aber ich hätte die gerne. Und ich lese einfach meinen Abstract vor, weil ich den so schön finde, als ich den vor einem halben Jahr geschrieben habe und ich weiß nicht, ob den jeder gelesen hat, aber dann kommt er nochmal aufs Video. Also die Frage ist einfach, oh, ich habe kein Internet. Warum habe ich kein Internet? Habe ich den hier noch offen? Da ist er ja, genau. Wie wäre das, wenn unsere Mobilitätsdaten nicht von US-Konzernen eingehegt würden? Und das Wort eingehegt, das kommt schon aus so einem gewissen Kontext von den Gemeingütern, von den Commons. Einhegen heißt, man schnappt sich irgendein Gemeingut und hegt es ein mit einem Zaun und dann sagt man, das ist jetzt meins. Und wenn ihr das benutzen wollt, dann müsst ihr Miete bezahlen. Also zum Beispiel die Buchbewertungen bei Amazon werden eingehegt und wenn man jetzt wissen will, ob ein Buch gut ist oder nicht, muss man bei Amazon nachgucken, egal ob man es da kauft oder nicht. Und diese Mobilitätsdaten, also wer ist wann wo, die hat halt Google wegen Android und Apple hat es genauso. Das ist die Frage. Wie würde das aussehen, wenn wir uns selbst um diese Daten kümmern? Und ich habe mit dieser Metapher von Hänsel und Gretel angefangen. Also Hänsel und Gretel kennt ja jeder und ich will jetzt nicht auf die Hexe raus, sondern auf die digitalen Kieselsteine. Die sind ja zweimal in den Wald, einmal mit Brotkrümeln und einmal mit Kieselsteinen und mit Kieselsteinen haben sie den Weg rausgefunden. Und was wir machen mit unseren Smartphones ist, die sind praktisch wie Kieselsteine. Überall, wo wir langlaufen, lassen wir Kieselsteine fallen und sagen, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Und die Plattformen sammeln das halt alle ein. Und dadurch entsteht ein geografischer Fingerabdruck. Also ihr könnt euch das vorstellen auf einer Karte, dass das dann wie eingezeichnet ist, wo ihr seid. Die Daten sind sehr begehrt. Jeder kann die auch selber aufzeichnen mit irgendeiner App, Navigations-App oder einer Wander- oder Fahrrad-App kann man ja tracken, wo man langgefahren ist und dann gucken, wie war die Radtour, wie viele Kilometer bin ich gefahren, wie schnell und so weiter. Die allermeisten Smartphones sind halt so eingestellt, dass sie das immer per Default machen. Also nicht bei den Nerds, bei uns hier, wir schalten das natürlich ab, aber bei 90% der Normalbevölkerung da draußen, die sind ja froh, wenn sie die SIM-Karte überhaupt zum Laufen kriegen und die gucken da jetzt nicht rein, ob da noch ein Häkchen irgendwo gesetzt ist. Also bei den meisten wird es einfach permanent hochgeladen. Die Daten sind sehr, sehr sensibel, weil man halt sehen kann, was jemand wirklich macht. Also man hat ein Profil. Google will ja Werbung schalten, braucht also ein Profil, muss wissen, was ist das für jemand, was kann ich dem verkaufen. Also man sieht, ob jemand regelmäßig zur Arbeit geht oder halt nicht zur Arbeit geht oder lange ausschläft. Ob er zu diesem oder jenem Arzt geht, wie sich jemand fortbewegt, schnell, langsam, 130, 250 auf der Autobahn, wenn jemand trifft, auf welche Konferenzen zum Beispiel hier geht oder andere, auf welche Demos, ob jemand früh aus dem Haus geht oder sich nachts irgendwo rumtreibt. Das ist alles in dem geografischen Fingerabdruck drin. Das hat Google und Apple und die Autohersteller übrigens sammeln die Daten genauso. Google kann damit Sinnvolles tun, wie diese Stauanzeige zum Beispiel, ohne nur einen einzigen Sensor im Asphalt zu vergraben. Also ihr kennt ja alle diese Schnitte da im Asphalt von früher, da wurde dann so ein Kabel reingelegt und dann, wenn einer drüber gefahren ist, dann hat die Ampel irgendwann auf grün geschaltet. Gab es auch auf der Autobahn, um Verkehrsdichte zu zählen. Braucht man heute alles nicht mehr, man hat ja die Wanzen in der Tasche.
Ja, die Daten könnte man natürlich auch anders nutzen oder sinnvoller nutzen. Google sind die Daten ja sehr wertvoll, die werden ja verkauft. Man kann die Daten auch bei PTV oder bei anderen Datenlieferanten kaufen. Die Kommunen interessieren sich für die Daten, für ihre Verkehrsplanung. Ich zum Beispiel interessiere mich für Mitfahren. Das wäre total toll zu wissen, wer wann wo ist und wohin fährt, weil man, also wüsste, der eine fährt da und der andere möchte dahin, dann könnte man die aufeinander matchen und sagen, hey, ihr könnt auch zusammenfahren. Da ist ein Riesenpotenzial, um irgendwie die Leute zusammenzubringen. Aber die Daten will ich halt nicht irgendwie bei Google haben und ich will sie auch nicht in der deutschen Mobilitätscloud irgendwie haben auf staatlicher Seite, sondern ich möchte sie gern außerhalb in der Zivilgesellschaft haben. Ja? Und ich wüsste zum Beispiel auch gerne, wo meine Kinder sind. Ja, wenn man schon prächtige Kinder in die Welt setzt, dann möchte man nicht, dass die verloren gehen. Und ich finde das dann durchaus ein berechtigtes Interesse zu wissen, wo sind meine Kinder. Und das will dann wirklich nur ich wissen und sonst niemand. Ja, meine Frau, aber sonst bitte keiner. Nicht Google, die müssen das nicht wissen, wo meine Kinder sind. Und mein Großer hat mit 14 schon einen Datentarif. Also kein Problem, dass der das hochlädt. Ja, ich wollte noch ein bisschen was zu mir sagen. Aber die sind jetzt hier völlig durcheinander. Also das habe ich schon erwähnt. Ich habe den Mitfahrverband mitgegründet. Das ist das, was ich auch, wo wir einen Stand haben. Das ist sozusagen mein Use Case für die Mobilitätsdaten. Ich bin also da nicht kommerziell unterwegs. Ich bin mit einem Freund, mit dem Holger, der hier zu sehen ist, bin ich die Mitfahrdezentrale mit DE für dezentral, weil das auch ganz wichtig ist. Ich hätte die Daten nicht gern an der zentralen Stelle. Also auch schon allein, weil ich denke, das sollte man in mehreren Ländern machen. Das wird man jetzt nicht in einem Land machen oder in Deutschland. Und dann hat Deutschland die Daten von allen, sondern es muss irgendwie ein dezentrales Modell sein. Und es muss dann an den Ländergrenzen auch irgendwie zusammenpassen, wenn man über die Grenze fährt oder wenn man noch nur ein anderes Bundesland oder so fährt. Mit der Mitfahrdezentrale haben wir an so einem Hackathon mitgemacht, haben einen Preis gewonnen beim Verkehrsministerium. Und der Holger hat daraus Stadtnavi gemacht. Das ist so eine Art Google Maps für Kommunen. Und weil ich jetzt hier in Berlin bin, gibt es auch in Brandenburg mittlerweile als BB-Navi. Ihr könnt jetzt den URL gar nicht sehen, weil ich hier Fullscreen gemacht habe. Also BB-Navi ist der URL, gibt es auch hier in Brandenburg. Und das ist so mein Bezug zu den Mobilitätsdaten, dass ich halt mit denen arbeite und ich sehe halt, was man damit machen könnte. Und deshalb habe ich gedacht, muss man noch mal irgendwie drüber reden, was wir jetzt damit machen könnten. Und ich habe noch nie einen Abstract eingereicht, in dem unten so viele Fragezeichen drin stehen. Wie wäre es, wenn die nicht eingehegt werden? Wie würde das aussehen, wenn wir es selbst machen? Was könnten wir damit Gutes tun? Wir könnten sie sogar verkaufen, weil Google verkauft sie ja auch. Aber wenn wir es als Zivilgesellschaft einsammeln und damit auch irgendwie, also wenn jemand einen Nutzen davon hat, dann kann er dafür bezahlen und dann hat die Zivilgesellschaft das Geld. Ja, es ist hier, es geht nicht um ein Startup oder um irgendein Geschäftsmodell. Also das ist kein Business, glaube ich. Ja, und eben das Mitfahren leichter machen. Ja, jetzt habe ich so viele Fragezeichen. Und habe meinen Abstract vorgelesen und jetzt könnt ihr ja sagen, ja und was ist jetzt, wo muss ich klicken, ist das jetzt alles fertig und schon, kann ich ja mitmachen und ist das alles da? Nee, es ist leider nicht da, also das müssen wir alles noch machen und ich bin eigentlich nur hier, um diese Frage zu stellen, wie könnten wir das machen, dass wir unsere Mobilitätsdaten selber einlegen? Und es gibt ja Open Knowledge Foundation und es gibt OpenStreetMap und so, das passt aber alles nicht. Ja? Zum Beispiel OpenStreetMap interessiert sich nicht für personenbezogene Daten und auch nicht für Echtzeitdaten. OpenStreetMap hat nur statische Kartendaten, die natürlich aktuell zu halten, ist schon schwierig genug, aber es ist hier eine andere Baustelle mit Personenbezug und Echtzeit. Und Open Knowledge Foundation, also ich weiß nicht, also ich bin der Meinung, man müsste da was machen. Man braucht irgendwie eine neue Art von Organisation, die diese Daten einsammelt. Also erstmal müsste man anfangen, abzuschalten, dass die Handys dauernd die Daten zu Google und Apple hochladen. Das wäre mal das Erste. Das gibt es natürlich auch schon so Anleitungen von Digital Courage. Wie mache ich mein Android-Handy so dicht, dass es nicht dauernd nach Hause telefoniert? Aber das ist wieder nur für Nerds. Ja, das können die Techies machen, aber die Normalbevölkerung wird das nicht machen. Die sind froh, wenn sie es so zum Laufen kriegen. Ja, das Erste wäre abschalten, dieses Hochladen und dann eben woanders hochladen. Also man braucht irgendeine App. Da gibt es auch schon Apps, also wenn man bei F-Droid guckt. Also technisch ist es eigentlich ein gelöstes Problem, so eine App zu schreiben, die im Hintergrund Standortdaten hochlädt und das irgendwo hinspeichert. Das gibt auch Leute, die machen das. Man kann den Server sich selber installieren. Aber das sind halt alles nur Einzelfälle. Und man müsste das im großen Stil machen, also mit allen. Also man,
damit man so eine Karte wie Google Maps hinkriegt, müssen halt Tausende, Zigtausende und noch mehr Leute mitmachen und nicht nur irgendwie Leute, die das selber auf ihrem privaten Server installieren. Ich weiß noch, ich war auf einer der ersten Droid-Cons, Android-Konferenzen hier in Berlin und da hat es einer selber für sich gemacht, da war Schäuble noch Innenminister und da hat er gesagt, guck, ich überwache mich selber, hier ist mein Fingerabdruck auf der Karte eingezeichnet, wo war ich, wo bin ich mit der Bahn gefahren, wo war ich nachts und auf welcher Party war ich, hat er einfach mal so gezeigt. Also selber machen geht irgendwie auch nicht, weil das alleine nichts bringt. Man muss es mit ganz vielen Leuten zusammentun, damit die Daten auch Sinn ergeben. Und man braucht eine vertrauenswürdige Institution, also ich sag mal Datentreuhänder dazu. Sowas kenne ich jetzt auch noch gar nicht, gibt es auch noch gar nicht, also soziale Innovation. Wie macht man das? Also irgendein Verein oder eine Genossenschaft, wo wir unsere Daten hingeben. Also wenn ich die Daten zu meinen Kindern da hochladen würde, muss ich schon vertrauen können. Und dass das ein bisschen besser läuft als die Wahlen hier in Berlin, also das geht gar nicht. Ja. Also das muss ziemlich perfekt sicher sein, sonst wird das, glaube ich, niemand benutzen. Also es muss auch so sicher sein, dass es die Leute vom CCC benutzen und nicht hacken können. Die können ja selber mitmachen. Und um jetzt sowas mal anzufangen, überhaupt eine Diskussion, wie kann man denn jetzt so eine, woran muss man denn denken, wenn man sowas irgendwie ins Leben rufen will? Da hat jemand, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber der URL steht hier oben von Design und Nachhaltigkeit.de. Der hat mal so angelehnt an dieses Business Model Canvas, so ein Canvas für Gemeingüter gemacht. Der nennt es ja auch ein bisschen anders, aber er nennt es Commons Modell für Commons Vereinigung. Und da sind so verschiedene Überschriften und Boxen drin, worüber man mal nachdenken und sprechen müsste. Also wer sind die Partner? Was macht eigentlich diese Organisation? Also sie muss eine App machen, einen Server betreiben. Sie muss auch juristisch unterwegs sein. Also man braucht eine ziemlich gute Datenschutzerklärung, die auch gerne noch über die DSGVO hinausgehen kann. Man will ja die Daten benutzen, ja, und man muss ja, will sie auch weitergeben an Leute, an die man sie weitergeben möchte. Also das ist ja im Grunde eine Plattform, die zum Weiterverteilen, aber halt sehr restriktiv und sehr gut einzustellen. Welche Ressourcen braucht man? Man braucht natürlich Geld. Geld habe ich gerade keins übrig, also das muss man auch noch einsammeln. Aber das ist so wie überall hier in der Szene. Welches Angebot macht diese Organisation? Welche Art von Beziehungen hat sie zu Partnern, also zum Beispiel zu Kommunen oder auch zu den Usern, die das benutzen? Was haben die eigentlich dann davon? Auf welchen Kanälen ist unterwegs? Wer sind eigentlich die Leute, die das machen, die Commoners? Also es müsste nicht jeder, der es benutzt, jetzt da Mitglied sein bei den Commoners. Also nicht wie bei der Taz. Oder bei der Taz kann man einfach Leser sein, man muss nicht Genossenschaftsmitglied sein und kann es trotzdem lesen. Wer sind die Begünstigsten, wenn man da doch ein paar Euros mit verdienen kann? Also wenn man die Daten zum Beispiel der Kommune zur Nutzung überlässt, die kaufen die Daten eh bei PTV oder bei Google. Also die haben Budget dafür und geben das aus. Dann könnten sie es ja auch woanders ausgeben. Also es ist nicht unmöglich, damit Geld zu verdienen. Wobei ich nochmal sagen will, das ist nicht das Ziel. Mir geht es darum, dass die Daten nicht nach Amerika gehen und dass wir als Zivilgesellschaft selber was mit den Daten machen können. Und dass sie ein Gemeingut, ein Common sind, ja, ein digitales Common. Gibt es auch noch nicht sehr viele, also wird immer Wikipedia gesagt, aber mit Echtzeitdaten und personenbezogenen Daten gibt es sowas noch nicht, meines Wissens. Ja, Unterstützerinnen, irgendwo müssen die Leute auch ein bisschen mithelfen, entweder wirklich, indem sie Zeit investieren oder eben auch gerne finanziell, weil, also, wenn man das richtig gut macht, muss es auch professionell gemacht sein. Ja, was für Jobs gibt es da eigentlich? Also ich bin selber Informatiker und ich sag mal, das informatische Problem ist eigentlich das Einfachste. Da gibt es schon Code bei F-Droid, Open Source ist schon da, bei Apple habe ich jetzt nicht reingeguckt, aber das ist jetzt nicht so das Problem, den Standort irgendwie auf dem Handy zu verfolgen und den hochzuladen. Man muss natürlich einen Server betreiben oder mehrere, dezentral. Das muss ordentlich gemacht werden. Dann braucht es Juristen, um das vom Datenschutz her sicher zu machen. Man braucht die Juristen auch, um das zu verteidigen, wenn es da irgendwie Stress gibt. Also wenn jemand die Daten irgendwie benutzt und dann anders als es erlaubt ist benutzt, dann muss man das auch verteidigen juristisch. Also da gibt es richtig viel für Juristen zu tun. Hallo, also meldet euch. Ich habe hier meine Mailadresse hingeschrieben. Ich habe nämlich keine Folien. Ich zeige hier nur so Browser-Tabs. Deshalb habe ich da meine Mailadresse hingeschrieben. Meldet euch. Also Juristen braucht es. Es braucht Leute, die Kommunikation machen, die das visuell aufbereiten. Also zum Beispiel beim Mitfahrverband haben wir einen Designer, der macht das grüne M und man muss es irgendwie auch verkaufen und unter die Leute bringen. Kommunikation, Social Media,
das ganze Kommunikationskonzept, wie man das anfängt. Wir brauchen vielleicht auch einen BWLer, der sich ums Finanzielle kümmert. Wo kommt da Geld rein? Wie wird das verteilt? Ja, damit bin ich eigentlich schon am Schluss. Und ja, die letzte Folie ist, ich bin noch heute und morgen an unserem Stand vom Mitfahrverband mit dem grünen M, wo wir Lobbyismus für Mitfahren machen. Ja, und das war mein letztes Bild. Und jetzt würde ich gern am Ende noch ein bisschen Feedback von euch kriegen, was ihr davon haltet, von der Idee, ob ihr das überhaupt für machbar haltet oder sagt, das ist ja schön, aber never gonna happen, weil Google hat einfach viel mehr Geld, als du je haben wirst. Also mich würde jetzt interessieren, was ihr davon haltet, ob wir das hinkriegen können. Und wenn ja, dann würde ich gern die Ärmel hochpacken. Ja, bitte. Wie kriegt man die Leute dazu, dass sie da mitmachen? Also die User meine ich jetzt nicht, die an der App arbeiten. Wie überzeugt man die Leute, dass sie das nutzen? Weil Google ist da und ist kostenlos oder Apple Maps oder was auch immer ich für ein Gerät habe. Man muss halt irgendwie die Menschen überzeugen. Das ist so ein Fragezeichen für mich. Ja, also ich würde es zweiteilig machen. Einmal würde ich denen echt Angst machen, indem ich ihnen ihren geografischen Fingerabdruck zeige und sage, guck, da warst du bei dem Psychotherapeuten und dann warst du da auf der Party bis 5 Uhr nachts und deshalb wird dir jetzt die Werbung für irgendwelches Bier angezeigt und dann würden die Leute vielleicht merken, das ist nicht so eine gute Idee, dass Google dieses Profil von mir hat. Und das Zweite ist, man muss halt wirklich auch einen Nutzen liefern, den man mit den Daten erreichen kann. Also zum Beispiel ist ein Nutzen, ich würde ja gerne wissen, wo meine Freunde sind. Wenn ich jetzt hier in Berlin bin, habe ich ja ein paar Leute, die ich hier kenne, die hier wohnen und die vielleicht auch in der Fußgängerzone rumlaufen. Die Funktion gibt es natürlich in den Handys schon drin. Da muss man aber dauernd seinen Standort an Apple und Google senden. Aber ich hätte das halt gerne privat. Es muss ja nicht jeder wissen, wer meine Freunde sind. Das wäre ein echter Nutzen, dass ich das mit Privatsphäre haben kann. Der andere Nutzen wäre zum Beispiel mitfahren. Also viele Leute, die Auto fahren, sagen, ich gebe einfach meinen Standort frei und auch das Navigationsziel, wo ich jetzt gerade hinfahre. Und wenn die Leute dann sehen könnten, ich will jetzt da hin und sehen, der fährt genau auf dem Weg, kann ich mitfahren, dann habe ich einen Nutzen davon. Also man muss natürlich den Nutzen rausarbeiten, den man mit den Daten dann erzielen kann. Ja, da oben war eine Frage an der Seite. Hi. Ja, danke. Ich habe eine Frage, also ja, es ist total schwierig, die Daten da reinzukriegen. Und ich halt, also würde mal die Frage in den Raum stellen, gibt es nicht auch die Möglichkeit, einfach Google und Apple dazu zu zwingen, ihre Daten auch eben freizugeben, also Thema Datenzugang und da beispielsweise, sozusagen bei denen nicht zu unterbinden, dass sie die Daten im Moment nutzen. Also da kann man natürlich auch nochmal drüber sprechen, welche Zwecke man da über welche Hebel einschränken kann. Aber zu sagen, okay, die haben die Daten gerade, für uns wird es verdammt schwierig, auf eine ähnliche Skala an Daten zu kommen, mit denen wir dann eben halt ähnlich gute Dienste anbieten können. Deswegen verpflichten wir die einfach. Ich meine, im DMA passiert das jetzt eben für Suchmaschinenergebnisse. Wir verpflichten die einfach dazu, Mobilitätsdaten in einem bestimmten Format an eine, dann eben zu definierende Stelle freizugeben, weil es eben Daten im öffentlichen Interesse sind. Hast du darüber schon nachgedacht? Also die Frage ist ja auch, ob man die zwingen kann. Ich glaube nicht, dass man Google und Apple zu irgendwas zwingen kann. Also das haben die Chinesen versucht und dann gehen die einfach raus aus dem Markt und sagen, dann halt ohne uns, wenn ihr uns zu was zwingen wollt. Ich glaube nicht, und ich glaube nicht, dass wir so groß sind als so Bits und Bäume oder Öko-Community, dass wir so einen Weltkonzern zu irgendwas zwingen können. Also mit der DSGVO wurden ja Konzerne zu Sachen gezwungen. Das war aber wirklich so ein Glücksfall, dass da mal so eine Lücke war und jemand mal ein Gesetz durchgeschoben hat durch die Tür. Und jetzt sind sie ja schon wieder am Zurückbauen. Also ich bin da sehr pessimistisch, was Zwingen angeht. Und mir wäre es eh lieber, die Daten wären außerhalb von einem Konzern in der Zivilgesellschaft. Also die Wikipedia ist ja auch in der Zivilgesellschaft oder als Foundation, ja, meine freies Wissen. Also das wäre mir einfach lieber. Ich glaube, Zwingen ist ein hoffnungsloser Kampf. Ja, bitte. Meine Frage wäre, ob es sich nicht anbietet, mit Mapillary zu kooperieren. Mapillary macht was Ähnliches und hat eine Userbasis. Wer ist das? Mapillary.
Mapillary, ja, dieses Projekt, ja. Die haben natürlich Software. Natürlich würde ich auch nicht alles das Rad neu erfinden wollen. Aber es geht mir jetzt, ja, Mapillary macht diese Bilder, ja, wo man Bilder hochladen kann und dann sind die nicht auf Google, diese Fotos, sondern man kann dann, ja, also Fotos von der Stadt machen, ja. Da ist die Herausforderung halt, also wieder Echtzeitdaten und direkter Personenbezug. Bei den Fotos ist natürlich auch ein Fotograf oder ein Autor mit dabei. Es ist zwar noch ein bisschen heikler, aber das geht auch in die Richtung. Und ich glaube nicht, dass die so juristisch so super aufgestellt sind, wie ich gerne aufgestellt wäre für diese Daten. Kurz zu Mapillary. Ich habe gerade im Vortrag vorher gehört, dass die inzwischen zum Meta-Konzern gehören, sammeln also auch in kommerziellen Interesse diese Fotos ein. Ja. Ich habe da irgendwie so grundsätzliche Fragen zu. Ich verstehe, glaube ich, das Problem, dass die Standortdaten von diesen Konzernen erhoben werden. Ich verstehe auch, dass man das vielleicht selber irgendwie unkommerziell machen würde, aber aus einem Datenschutzblickpunkt ist natürlich der beste Datenschutz immer Datensparsamkeit. Und mir ist noch nicht so ganz klar, ob dir jetzt tatsächlich vorschwebt, von allen Menschen ohne Zweckbindung Mobilitätsdaten einzusammeln, um dann mal zu gucken, was man damit machen könnte und Ideen zu sammeln. Also im Prinzip sollte doch das Ziel und das Bewusstsein von jedem, der solche Sensoren in der Tasche mit sich rumträgt, sein, dass die Daten nur dann erhoben werden, wenn der Zweck völlig klar ist. Und mir fallen auch ganz viele solche Zwecke ein. Ja, ich würde auch meinem Kind die Möglichkeit geben, mir mitzuteilen, wo er gerade ist, würde dann aber auch Wert drauf legen, dass er vielleicht da den Haken setzen kann und sagen, okay, jetzt teile ich das meinem Vater gerade mal nicht mit oder so. Und auch die Idee, irgendwie Google zu zwingen, das dann freizugeben, da stellen sich natürlich irgendwie 100.000 Fragen. Soll das jetzt irgendwie auf einer persönlichen Ebene freigegeben werden? Da haben vielleicht jetzt die Leute was dagegen, wenn auch noch andere, nicht nur Google, sondern auch noch andere wissen, bei welchem Arzt ich an einem Dienstag um 18 oder um 13.30 Uhr bin oder so. Was mir fehlt, ist diese Zweckbindung. Hast du darüber nachgedacht? Also stellst du dir irgendwie eine riesengroße Datenhalde vor, die dann jetzt halt nicht bei Google, Apple, Facebook und so weiter rumliegt, sondern bei den Guten rumliegt? Oder kam dir der Gedanke, dass die Datenhalde selbst möglicherweise schon böse sein könnte? Also ich will nicht von allen Leuten 24/7 alle Daten haben. Also von meinen Kindern hätte ich das gerne morgens zwischen 7 und 9 auf dem Schulweg und zwischen 12 und 1. Und dann hätte ich da schon so eine Zweckbindung, dass es vielleicht die Lehrer in der Schule sehen können, ob die Kinder unterwegs sind und meine Frau und vielleicht noch die Familie oder andere Nachbarn. Aber darüber hinaus soll die Daten dann auch wieder keiner sehen. Und ich, also das meinte ich vorher mit über DSGVO hinausgehen. Ich würde die Zwecke sehr genau definieren, also eine ganz lange Liste machen. Also wenn ihr mir Blumengeschäfte vorschlagen wollt, dann erlaube ich das oder nicht. Oder irgendwelche anderen Amenities. Das würde ich sehr gern fein einstellen wollen, ob das dann Family und Friends sehen kann oder einfach jeder oder nur in meinem Stadtteil. Auch wenn ich jetzt hier in Berlin unterwegs bin, dann würde ich auch nur irgendwie morgens meine Standortdaten teilen wollen und wenn ich jetzt hier bin, tagsüber nicht und dann abends und nachts auch nicht. Muss keiner wissen, wo ich übernachte. Also ich würde es sehr selektiv machen und also da habe ich jetzt auch noch einen Job für Mathematiker. Also mir geht es auch darum, dass man mit den Daten also arbeiten kann, dass man ein Matching machen kann, dass man sagen kann, die zwei Leute sind gerade in der Nähe. Und das ist an sich schon ein Privatsphäre-Problem, dass man irgendwie sehen kann, die sind in der Nähe. Und da hätte ich gern so ein mathematisches Modell, dass man also nicht auf eine Karte projiziert, sondern auf irgendein wildes mathematisches, auf eine Topologie, wo man dann sagen kann, die zwei Leute sind in der Nähe oder sie beim Mitfahren, die fahren in die gleiche Richtung, wo man aber nicht rückwärts rechnen kann, wo die gerade sind. Also das wäre noch ein Job, wenn einer eine Mathe-Doktorarbeit machen will, könnte ich gern Input geben, wie das funktionieren sollte, aber ich kann es nicht. Also ich bin nur Informatiker und kein Mathematiker. Aber es kommt das irgendwie rüber? Also es geht darum, dass man, wenn man die Daten hat, dass man sie auch nicht rückrechnen kann. Also ein bisschen so wie ein Hash-Algorithmus. Aber man muss dann trotzdem wieder eine Nähebeziehung haben können. Ja? Also dadurch werden die Daten auch wieder geschützt, indem man das praktisch in so eine Art Hash auf so eine komische Topologie mappt, wo man es nicht zurückrechnen kann. Also wo man nicht sagen kann, wo jemand gerade ist. Also ich würde gerne so Fragen beantworten, wie viele Leute fahren gerade auf der Autobahn zu 100 oder so, ja, aber dann will ich jetzt nicht rückwärts rechnen können, wo, an welcher Ausfahrt die sind oder das ist auch noch ein bisschen Mathe dabei oder Wissenschaft. Aber ich würde erstmal klein anfangen.
Weitere Fragen? Ja, hier. Ja, wo, wer, da, ja. Vielen Dank für den Vortrag. Du hast ja davon gesprochen, dass es zum Beispiel das Projekt Stadtnavi gab oder eben BB-Navi angesprochen. Und du hast gerade dann auch in deinem Vortrag davon gesprochen, dass du ja selber das technische Problem quasi schon lösbar findest, aber es braucht noch die Expertise von außen. Du hast von Juristinnen gesprochen und so weiter. Und vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen mit den Ländern und den Kommunen wäre meine Frage, okay, wie läuft das denn eigentlich, dass man das Ganze auch politisch aufhängen kann? Denn mein Eindruck wäre, das alleine aus der Zivilgesellschaft zu wuppen, scheint mir sehr anspruchsvoll. Also ohne Rückhalt in der Landespolitik, der Bundespolitik etc. stelle ich mir das Ganze halt sehr steinig vor. Daher vielleicht, wie waren diese Erfahrungen und wie würdest du auch in die Richtung gehen wollen? Oh Mann, da muss ich jetzt eine Antwort drauf geben. Also ich sage deshalb so oft Zivilgesellschaft, weil ich politisch schon irgendwie beim Nihilismus angekommen bin. Also ich komme aus Stuttgart, wir hatten einen grünen Bürgermeister, wir haben einen grünen Ministerpräsidenten, der fährt jetzt S-Klasse in Grünmetallic. Also ich bin postgrün. Deshalb setze ich nicht auf die Politik. Da, wo sie mitmachen, würde ich natürlich mit denen mitmachen, aber ich würde jetzt nicht im großen Stil drauf setzen, dass das funktioniert. Wir haben diesen Hackathon gewonnen und da war also neben Geld auch noch dabei ein Abendessen mit dem Verkehrsminister. Der hat gesagt, ich verstehe alles, was Sie mir erzählen, ja, aber ich kann euch kein Geld geben. Ich habe gesagt, hey, wir wollen das jetzt mal umsetzen. Wir hätten gern 2 Jahresgehälter, damit wir das mal machen können. Nee, hey, 15.000 Euro für 2 Leute, für Informatiker wisst ihr auch, dass das nichts ist. Ja. Und wenn er was macht, dann muss er das europaweit ausschreiben und wenn es jemand in Portugal billiger anbietet, dann muss das die Portugiesen machen lassen. Also politisch als Baden-Württemberger mit Stuttgart 21 und den Grünen, da wo es geht, würde ich sie mitnehmen, aber sonst müssen wir es selber machen. Sorry. Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch eine Frage. Neben der Mitfahrerzentrale und jetzt so mit dem Kind und so, das sind ja Anwendungen, die sehr persönlich sind eigentlich. Also wie bringt mir das persönlich was? Ich finde eine Mitfahrgelegenheit, ich finde mein Kind und so. Welche anderen Möglichkeiten siehst du denn noch, Mobilitätsdaten zu nutzen, um zum Beispiel Verkehrsströme zu verändern oder generell den Bereich Mobilität da neue Möglichkeiten zu finden, dass das besser läuft? Wir haben ja also sozusagen viele Stauprobleme, zu viel Verkehr in der Stadt, vielleicht auch Leute, die viel Auto fahren und wo man vielleicht eher auf andere Verkehrsmittel miteinander vernetzt setzen könnte. Da gibt es sicherlich noch viele weitere Möglichkeiten, Mobilitätsdaten zu benutzen. Hast du in die Richtung schon mal gedacht und dir Sachen ausgedacht? Das würde mich interessieren. Du hast ja schon eine ganz gute Liste angefangen. Also ich setze jetzt in die Liste noch eins, also was noch heikler ist, drauf, und zwar die Daten von Kindern. Also ich habe ja schon über Schulweg gesprochen. Ein Laufbus ist praktisch sowas wie eine Mitfahrgelegenheit nur zu Fuß, dass die Kinder sich an der Ecke treffen und dann zusammen Richtung Schule laufen. An der nächsten Ecke kommen nochmal 2 dazu und dann laufen die als Laufbus in der Gruppe, weil in der Gruppe ist halt sicherer, als wenn sie alleine laufen. Also hast du dann 5 oder 10 Kinder in der Gruppe. Aber wie würde, also sowas kriege ich anders irgendwie nicht hin ohne Mobilitätsdaten. Die sollen ja nicht morgens über WhatsApp chatten, wann gehst du los, ich bin heute krank, ich komme nicht oder bei mir fällt die erste Stunde aus. Das muss schon irgendwie automatisch gehen, dass man sehen kann, der läuft jetzt los und muss jetzt nicht da irgendwie noch so Textnachrichten wieder zuschreiben. Ja, oder ich komme eine Minute später. Das, dann braucht man keine Nachricht für, das sieht man dann einfach, wenn man die Standortdaten hat. Also sowas würde ich auch gerne machen, aber das ist jetzt Personenbezug und dann noch bei Kindern. Also ich will schon in diesen Bereich, wo es dann halt wirklich sicherheitsrelevant ist. Sonst bringt das nichts, finde ich. Und sonst, denke ich, gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Man kann auch sich vorstellen, dass im Grunde so eine Art Lieferservice im Grunde darüber laufen kann. Wenn die Omi was braucht und jemand fährt da sowieso, dann kann er ja auch noch ein Päckchen oder irgendwas vom Markt mitbringen. Ja, warum nicht? Da muss jetzt nicht so ein Lieferando-Mensch irgendwie da was durch die Gegend fahren. Es gibt so viele Leute, die da eh in der Nachbarschaft rumfahren. Und das ist praktisch wie Mitfahren für Gegenstände. Ist aber alles schon mal angedacht worden, ist auch zum Teil in der Software unterstützt, aber man bräuchte halt die Standortdaten, dass man irgendwie gucken kann, wer geht denn heute Nachmittag zum Markt oder wer geht denn dahin, könnte mir das holen. Und dann könnte man sagen, hey, kannst du mir das mitbringen? Aber es ist halt so, wenn das nicht automatisch geht, dann wird jetzt niemand irgendwie auf dem Handy da 10-mal rumklicken und sagen, ich gehe heute Nachmittag dahin und heute Abend dahin. Das muss halt automatisch gehen. Was ich auch noch gerne machen würde, ist, dass ich die
Mobilität, also mit KI ein bisschen analysieren würde, was sind so die Muster, geht immer zum Sport einmal in der Woche, immer an die gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit, und das würde ich gerne onboard auf dem Handy machen, und dass die Daten, die jetzt dafür verwendet werden, also Kalenderzugriff oder Adressbuchzugriff, dass die nicht irgendwo hochgeladen werden. Das könnte eine KI lokal auf dem Handy machen und sagen, du, ich habe da so ein Muster entdeckt, du gehst doch immer da am Freitag zum Sport. Können wir da nicht irgendwie eine Mitfahrgelegenheit für anlegen, oder die anderen zwei fahren da auch immer zum Sportverein. Wollt ihr das nicht mal zusammen machen? Also mir fallen da ganz viele Use Cases ein. Und wenn die Daten wären, könnte man auch ganz, ganz viele Sachen machen, die, die Google und Apple halt nicht machen würden. Ja. Hallo. Ah, hi. Danke für die Vorstellung deines Projektes. Es ist kein Projekt, es ist nur eine Idee. Idee, also kann ja schnell ein Projekt werden. Ich bin leider auch etwas pessimistisch, dass das irgendwie als Bottom-up-Approach funktioniert. Ne? Also dass Leute quasi anfangen, ihre Daten selber im großen Stil zu spenden. Das letzte Mal, als wir so eine Datenspende auf breiter Basis gesehen haben, war ja jetzt mit der Corona-Warn-App, ne? Wo man quasi seine anonymisierten Daten dezentral quasi gespendet hat. Und das ging auch nur, weil Android und das iOS-System das halt super schnell auch eingebunden haben. Daher also denke ich, dass quasi ein Weg eher über ein Zugangsgesetz, was eben angesprochen worden ist, wahrscheinlich eher möglich ist. Also auf europäischer Ebene und als Bold Idea, wie wir es gestern gehört haben, dass man quasi Monopolisten dazu zwingt, gewisse Daten, die im öffentlichen Interesse stehen, quasi über eine API frei zur Verfügung zu stellen. Und das halt irgendwie, nur dass man das irgendwie regelt, dass es dann auch datenschutzkonform passiert. Das Problem ist ja, dass solche Unternehmen wie Google und Meta und Apple über so viele Nutzerdaten verfügen, dass sie halt quasi ein Monopol auf gute KI-Modelle zum Beispiel haben. Also niemand, also irgendwelche Projekte aus Bits und Bäume können niemals eine KI-basierte Anwendung entwickeln, weil wir halt einfach nicht über diese breite Nutzerdaten verfügen. Und wenn man quasi diese Daten in die öffentliche Hand stellen würde, wären halt auch Projekte, quasi soziale Projekte möglich. Mhm. Also daher sehe ich da irgendwie den größeren Angriffswinkel, wenn man das irgendwie über ein europäisches Gesetz machen könnte. Ja, danke. Das war jetzt keine Frage, sondern nur ein Statement, ja. Ja, es war nur eine Anmerkung. Also ich glaube, ich muss auch wieder von der Zeit her zum Schluss kommen. Also ich habe gesagt, das ist eine Idee, aber ich würde bei allem mitmachen, auch bei den politischen Geschichten. Der Mitfahrverband ist ja auch im Grunde Politik, da mache ich auch mit, weil ich sehe, was man halt machen muss. Kann nicht nur hacken. Und ja, vielleicht kann man ja doch ein Projekt draus machen. Dann meldet euch, also entweder kommt zu dem Stand auf der, im Mathegebäude im ersten Stock, bin ich heute Nachmittag, oder schreibt mir eine Mail, die Adresse steht da. Dankeschön und vielen Dank auch für das Feedback und die Fragen.